Hallo und willkommen zu den einzelnen Substanzgruppen, die bei Übelkeit und Erbrechen eingesetzt werden. Wir starten mit den H1-Blockern, den H1-Antihistaminika. Dann werden wir die Muskarin-Rezeptor-Antagonisten besprechen und im Anhang Ingwer und Vitamin B6. Hier eine Abbildung aus dem Deutschen Apothekerverlag. Wir sehen unsere zentrale Stelle im Gehirn, unser Brechzentrum. Mit den Dopamin, mit den Histamin und den Muskarinrezeptoren. Dieses Brechzentrum kann erregt werden durch Emotionen, das limbische System, Schmerzgeruch, dann aber auch durch Bewegungsstörungen, durch Störungen im Bereich des Vestibularapparates. Hier sind die Rezeptoren H1 und M, Muskarinrezeptoren, wichtig. Dann aus dem Gastrointestinaltrakt. Hier können Zytostatika beispielsweise oder eine Bestrahlung zur Freisetzung von Serotonin führen aus den enterochromaffinen Zellen. Serotonin wirkt über 5-HT3-Rezeptoren. Diese Rezeptoren kommen auch vor in der Rezeptor-Chemorezeptor-Triggerzone, in der Area postrema. Das heißt, hier wirken Dopaminagonisten, Opioide, Zytostatika. Diese wirken auch lokal im Darm oder Herzglykoside oder Lithium oder Theophyllin. Also ganz, ganz viele Stoffe, die die Chemorezeptor-Triggerzone erregen. Das Ganze läuft auch über Dopaminrezeptoren, D2, die Muskarinrezeptoren, dann die Serotoninrezeptoren 5-HT3. Diese wirken agonistisch auf das Brechzentrum. Was fehlt, sind die Tetrahydrocannabinol-Rezeptoren, die Cannabinoid-Rezeptoren, CB1, die habe ich hier an der Seite dazu geschrieben. Diese werden erregt durch Tetrahydrocannabinol oder auch Dronabinol. Und eine Erregung der Rezeptoren fördert jetzt einen antiemetischen Effekt. Dann kommt es durch Erregung des Brechzentrums zum Brechen, zum Brechreiz. Vorboten sind beispielsweise die Salviation, also erhöhte Speichelproduktion, Schwitzen, Tachykardie, blasse Haut, Vasokonstriktion, bedingt durch das autonome Nervensystem. Dies beeinflusst auch die Peristaltik, Magen und Darm. Dazu kommt über Motoneuronen eine Kontraktion der Zwerchfell- und der Abdominalmuskulatur. Folge: Der Druck im Bauch steigt. Und es kommt dann zum Erbrechen. Hier noch einmal die beteiligten Rezeptoren. Wir starten mit den Histamin-1-Rezeptoren und den Muskarin-Rezeptoren. Diese kommen vor im Vestibularorgan und im Brechzentrum. Entsprechend werden Antagonisten dann eingesetzt bei Kinetosen. Die H1-Blocker bei Opiaterbrechen sind nur zweite Wahl. Bei Opiaterbrechen sind sehr günstig die Dopamin-Antagonisten, die D2-Antagonisten. Die D2-Rezeptoren kommen vor im Magen-Darm-Trakt, im Nucleus solitarius, in der Area postrema, also der Chemorezeptor-Triggerzone und im Brechzentrum. Das heißt, die Dopamin-2-Antagonisten wirken bei vielen Übelkeiten, bei vielen Erbrechvorgängen. Insbesondere aber, wenn diese durch Opiate bedingt sind oder durch Dopaminagonisten. Die wirken umgekehrt kaum bei Kinetosen. Dann die Serotoninrezeptoren, in dem Fall die 5-HT3-Rezeptoren, kommen vor im Magen-Darm-Trakt. Hier wird Serotonin durch Zytostatika, durch Bestrahlung aus enterochromaffinen Zellen frei. Und das Serotonin wirkt auch in der Area postrema, also der Chemorezeptor-Triggerzone. Folge: Die Antagonisten an den Rezeptoren wirken gut bei Zytostatika-bedingtem Erbrechen. Hier wirken auch gut die Neurokinin-1-Antagonisten. Neurokinin-1 oder Substanz P. P für Pain, Schmerz, spielt also eine Rolle als Neurotransmitter im Schmerzsystem. Ist aber auch wichtig bei Entzündungen. Es kommt zur Erweiterung der Blutgefäße und zur erhöhten Durchlässigkeit der Gefäßwand. Und was wir jetzt hier brauchen,
Über die Neurokininrezeptoren kommt es zu Übelkeit und Erbrechen. Die Cannabinoidrezeptoren hatten wir eben schon erwähnt. In dem Fall sind die Agonisten dafür verantwortlich, dass ein antiemetischer Effekt entsteht. Also bei allen anderen Rezeptoren brauchen wir gegen Übelkeit, gegen Erbrechen Antagonisten. D2-Antagonisten, die Serotonin-Antagonisten, die H1-Antagonisten, die Muscarin-Antagonisten, die Neurokinin-Antagonisten. Hier beim Cannabis ist es anders. Tetrahydrocannabinol und Dronabinol führen zu einem antiemetischen Effekt. Das wird eingesetzt als Zusatz beim zytostatika-bedingten Erbrechen und bei Kachexie, bei Auszehrung zur Appetitsteigerung. Hier noch einmal die wichtigsten Substanzen in der antiemetischen Therapie. Was wir heute besprechen, die H1-Antihistaminika, die H1-Blocker und die Anticholinergika, also die Muscarin-Rezeptor-Antagonisten. Im nächsten Block werden wir die D2-Blocker besprechen, und zwar hier die Neuroleptika und die Prokinetika. Dann kommen die Serotonin-Antagonisten, also die 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten, die Neurokinin-Rezeptor-Antagonisten, und dann sonstige Stoffe wie die Glukokortikoide beispielsweise, wie Cannabis und auch die Benzodiazepine. Die Frage ist immer, welche Rezeptoren muss man gezielt beeinflussen? Und heute werden wir uns vor allem die Kinetosen anschauen. Da hatten wir eben uns schon in der Abbildung angeschaut, hier spielen vor allem die Histamin 1 und die Muscarin-Rezeptoren eine große Rolle. Also es wird das Antiemetikum eingesetzt, was sinnvollerweise die Rezeptoren beeinflusst, die für das Erbrechen, für die Übelkeit verantwortlich sind. Oft muss man jedoch mehrere Rezeptoren beeinflussen, beispielsweise in der Chemotherapie. Hier wird dann unterschieden zwischen einer Bedarfsmedikation und einer Basismedikation. Also ähnlich wie wir es in der Schmerztherapie besprochen haben. Die Controller als Basismedikation und dann die Reliever in der Bedarfsmedikation. Bei Erbrechen ist es jetzt so, dass nach oraler Zufuhr das Arzneimittel oft gleich wieder aus dem Körper herauskommt. Das heißt, die Bioverfügbarkeit oral ist stark vermindert bei Erbrechen. Hier bietet sich dann die Alternative rektale Applikation oder parenterale Applikation. Bei parenteraler Applikation kann Gleichzeitigkeit der Flüssigkeits- oder Elektrolytausgleich erfolgen. Nun zu den Antihistaminika, den H1-Blockern. Wichtig ist, diese müssen ZNS-gängig sein. Das heißt, Loratadin und Cetirizin sind nicht geeignet. Die H1-Blocker haben gleichzeitig auch Antimuskarin-Wirkung. Zwei Standardsubstanzen, das Diphenhydramin und das Dimenhydrinat. Dimenhydrinat ist Diphenhydramin mit 8-Chlor-Theophyllin. Warum das drin ist, werden wir gleich uns näher anschauen. Die möglichen Nebenwirkungen, diese haben wir schon bei der Allergie besprochen. Wir haben anticholinerge Wirkungen und wir haben sedierende Wirkungen. Das sind die beiden Hauptwirkungen. Anticholinerg kann sein trockener Mund, Tachykardie, Miktionsbeschwerden. Problematisch bei Männern, bei älteren Männern mit der Prostatahyperplasie. Es kann zu Obstipation kommen. Das ist der Grund, warum die Substanzen bei Opiaten selten eingesetzt werden. Die Sedierung der Opiate wird verstärkt und die Obstipation wird verstärkt. Bei Kindern und Älteren kann es zur Erregung, zu Halluzinationen kommen. Deshalb sind die Substanzen, das Diphenhydramin, steht in der Priskusliste. Also die sogenannten PIMS, die potenziell inadäquate Medikation für Ältere. Diphenhydramin kann photosensibilisieren und kann QT verlängern. Nun nochmal ein bisschen zur Sedation, zur Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens. Wir haben hier in den meisten Fällen eine Dosierung bei Übelkeit Erbrechen, wie wir sie bei Schlafmitteln haben. Das heißt, die Substanzen machen schon ganz schön milde und das gilt auch, wenn Koffein mit zukombiniert wird.
Also man findet teilweise den Zusatz von Koffein oder auch von Chlortheophyllin. Theophyllin ist eine Substanz ähnlich wie Koffein. Das heißt, hier soll die müde machende Wirkung ein bisschen aufgehoben werden. Alle Substanzen, auch die Kombisubstanzen, dürfen nicht eingesetzt werden, wenn jemand Auto fahren möchte oder Maschinen bedienen muss. Also Autofahren, Fahrerwechsel frühestens nach 6 bis 8 Stunden nach der letzten Einnahme. Das gilt auch nach einer Fährüberfahrt. Die Substanzen werden eingesetzt bei Übelkeit und Erbrechen, insbesondere jedoch bei Kinetosen, entweder zur Vorbeugung, zur Prophylaxe oder zur Therapie. Bei zytostatika-bedingtem Erbrechen sind sie allein wenig wirksam und bei Opiaten nur Mittel der zweiten Wahl, warum hatten wir eben besprochen. Nun zu den Einzelstoffen. Starten wir mit dem Diphenhydramin, das ist im Emesan, Tabletten ab 6 Jahren. Dann das Dimenhydrinat. Ja, die verschiedenen Dosierangaben, es gibt 50 Milligramm, beispielsweise Womex A oder Reisetabletten Ratiopharm ab 6 Jahren. Dann gibt es Superpep Kaugummi, Dosierung ein bisschen niedriger, 20 Milligramm, auch ab 6 Jahren. Dadurch, dass die Dosierung etwas niedriger ist, soll das Präparat weniger müde machen. Aber auch hier gilt, das Reaktionsvermögen kann und wird beeinträchtigt werden. Dann gibt es für die Kinder Deception mit 40 Milligramm. Diese werden eingesetzt bei Kleinkindern über 8 Kilogramm. Wichtig ist die Maximaldosis am Tag, 5 Milligramm pro Kilogramm. Überdosierungen sind kritisch. Es kommt zu den anticholinergen, sedierenden Nebenwirkungen. Und insbesondere bis 3 Jahre gilt eine besonders strenge Indikationsstellung. Es gab tödliche Krämpfe bei den Kleinkindern bis 3. Folge: Die Substanzen sollen nicht eingesetzt werden bei Erbrechen und Übelkeit, bei einfacher Magen-Darm-Grippe, also bei einer banalen Gastroenteritis und auch nicht bei Fieber. Das Risiko für Fieberkrämpfe steigt. Meclozin, bei uns nicht mehr im Handel in Deutschland, früher in Permesin. Meclozin ist die Standardsubstanz, die meistens bei Schwangerschaften empfohlen wird. Hier wird dann auch eingesetzt eine Kombination aus Doxylamin und Pyridoxin. Doxylamin wird eigentlich nur als Schlafmittel eingesetzt bei uns. Die Kombination in Caribahn ist rezeptpflichtig, das heißt, wir brauchen hier dringend einen Arzt. Allgemein gilt ja der Einsatz der Antihistaminika in der Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Wir haben in der Selbstmedikation keine Zulassung in Bezug auf Schwangerschaftserbrechen. Schauen wir uns nun die beiden Möglichkeiten an: Prophylaxe bei Kinetosen und Therapie bei den ersten Anzeichen. Zur Prophylaxe: Hier werden Tabletten, Kapseln eingesetzt ab 6 Jahren. Erste Einnahme 30 Minuten vor der Reise. Und bei längeren Reisen dann etwa alle 4 Stunden nachdosieren. Alternative zur Prophylaxe: Man wartet ab, wenn einem schlecht wird, bei den ersten Anzeichen wird dann ein Kaugummi benutzt. Dieses soll möglichst lang gekaut werden, Empfehlung bis zu 30 Minuten. Also kauen und dann in der Backentasche parken, kauen und so weiter und so fort. Bei Bedarf bis zu 4 bzw. 7 Kaugummis pro Tag. Eine Nebenwirkung: Wir haben eine lokalanästhetische Wirkung, Folge ein taubes Mundgefühl. Die Suppositorien können eingesetzt werden bei Erbrechen. Und auch hier zur Reiseprophylaxe ab 8 Kilogramm. Beim Kleinkind ganz allgemein Dosierung und Darreichungsformen beachten. Problematisch bis 3 Jahre, das hatten wir uns eben angeschaut. Die erhöhte Krampfgefahr. Und was wir auch schon erwähnt hatten, bei Schwangerschaftserbrechen nur mit dem Arzt. Problematisch scheinen die Substanzen im dritten Trimenon zu sein. Es könnte bei höherer Dosis zu Uteruskontraktionen kommen. Und nach Arzneitelegramm wird das Doxylamin eingesetzt, was bei uns eher als Schlafmittel bekannt ist.
Dann ein AH1-Blocker als Reservemittel, das Promethiazin. Dieses gehört zu den antipsychotisch wirksamen Substanzen. Das heißt, wir haben auch eine Beeinflussung des Dopaminrezeptors, wenn aber auch ganz schwach. Die Substanz ist stark sedierend und wird nur eingesetzt, wenn Alternativen fehlen. Hier die wichtigsten Wechselwirkungen. Andere Anticholinergika verstärken die anticholinerge Nebenwirkung und Alkohol potenziert die müde machende Wirkung. Das gilt aber auch für alle anderen Psychopharmaka, die müde machen. Diese steigern die Nebenwirkung Sedierung gegenseitig. Wichtig noch, vor einem Allergietest das Antihistaminikum absetzen, bis zu 3 Tage vorher. Sonst könnte es zu einem falsch negativen Ergebnis kommen. Kommen wir nun zur zweiten Gruppe, den Muskarinrezeptor-Antagonisten, den Parasympatholytika oder M-Antagonisten. Hier wird nur eine Substanz eingesetzt, das Kopolamin oder Hyoscin. Und das Ganze in Form eines ganz normalen therapeutischen Systems. Das ist das Kopoderm-Pflaster. Dieses ist verschreibungspflichtig. Angriff im Prinzip an den gleichen Stellen, wo unsere H1-Blocker angreifen. Und das ist auch mit eine Wirkkomponente des Kopolamins. Wir haben also sowohl einen Angriff an den Muskarin als auch an den H1, also den Histamin-1-Rezeptoren. Als Pflaster haben wir einen langsamen Wirkungseintritt. Also wir haben keine schnelle Wirkung. Deshalb wird das Pflaster in der Regel am Abend vor der Reise hinter das Ohr geklebt. Wir haben hier eine dünne Haut, es kommt gut zur Resorption und der Wirkstoff wirkt dann nach systemischer Verteilung. Er wirkt bis zu 3 Tage. Bei einer kürzeren Reisedauer kann das Pflaster natürlich vorher abgenommen werden, aber wichtig, nach Entfernen des Pflasters können die Nebenwirkungen noch lange anhalten. Beim Auftragen wichtig, die Klebefläche nicht berühren, es darf auf keinen Fall Substanz in die Augen kommen. Deshalb auch die Hände waschen, sonst kommt es zur Mydriasis, zu weiten Pupillen. Die Nebenwirkungen entsprechen denen der H1-Blocker. Wir haben anticholinerge Wirkungen, also trockener Mund, Hemmung der Schweißproduktion, Harnverhalt, verschwommenes Sehen, weite Pupillen. Dadurch könnte der Schwindel beispielsweise verstärkt werden. Und wir haben die Sedierung, insbesondere zusammen mit Alkohol. Das Ganze kann ab 10 Jahren eingesetzt werden und es gilt, sowohl bei Kindern als auch bei Älteren, also hier ab 65, können Halluzinationen auftreten. Kommen wir zu Ingwer, Ingwerpulver in 10 Toner. Wir haben hier pro Kapsel 250 Milligramm Ingwerwurzelpulver. Nach Fachinformationen zur Vorbeugung gegen Beschwerden der Reisekrankheit Kinetose, also Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, über 6 Jahre. Auch hier eine halbe Stunde vor der Reise 2 Kapseln und dann alle 4 Stunden 2 Kapseln nachdosieren, maximal 10 am Tag. In der Fachinformation ist weiter zu finden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Blutungsbereitschaft erhöht wird. Deshalb Arzneimittel vor Operationen absetzen und Achtung, Kombination mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln wie das Fenproquumon, also Makuma als Warenzeichen, hier auf jeden Fall den Arzt informieren und normalerweise eine stärkere INR-Kontrolle. Ingwer scheint bei Kinetosen so wirksam zu sein wie Diphenhydramin, macht aber nicht müde. Der Wirkungsmechanismus ist unklar. Hemmung der Serotonin der 5-HT3-Rezeptoren? Fragezeichen. Die Substanz scheint auch analgetisch und antientzündlich zu wirken und könnte deshalb sich bei Menstruationsbeschwerden günstig auswirken. Zu Embryotox. Die Wirksamkeit bei leichten Formen der Schwangerschaftsübelkeit wurde nachgewiesen, aber nicht in allen Studien. Also es geht hier um die leichte Form. Zu beachten sind die Nebenwirkungen, insbesondere im Magen-Darm-Bereich, Sodbrennen, es kann aber auch zu Kopfschmerzen kommen. Weiter führt Embryotox aus. Ingwer kann in allen Phasen der Schwangerschaft in üblicher Dosierung eingenommen werden.
Ein bisschen problematisch, das steht jetzt nicht in Embryotox, höhere Dosen, diese könnten Wehen fördern. Kommen wir zum Schluss für heute zum Pyridoxin, zum Vitamin B6 und dem Schwangerschaftserbrechen. Es gibt ein Präparat im Handel, das Folio Nausema, ein diätetisches Lebensmittel, also kein Arzneimittel. Wir haben eine Kombination von B-Vitaminen, B1, B6, B12, also B6 als Pyridoxin. Und hier ist zu finden für das Wohlbefinden in der Schwangerschaft. Also steht an der Stelle nichts von Schwangerschaftserbrechen. Die Wirkung in der Indikation ist fraglich und der Einsatz sollte nur bei Vitamin B6-Mangel erfolgen und nach Rücksprache mit dem Arzt. Die Substanz könnte in der Schwangerschaft wirken, insbesondere gegen Übelkeit, weniger gegen Erbrechen. Auch hier, was sagt Embryotox? Die Substitution nur ausnahmsweise, beispielsweise bei der Behandlung mit Isoniazid. Hier haben wir einen Vitamin B6-Antagonismus. Falls tatsächlich eine Therapieindikation besteht, zum Beispiel bei neuropathischen Schmerzen, spricht nichts. Zumindest derzeitige Erkenntnisse gegen eine Behandlung. Ganz wichtig, zur Therapie einer Hyperemesis sollte eine Tagesdosis von 80 Milligramm nicht dauerhaft überschritten werden. Es gibt keine teratogenen Hinweise. Das war der Teil der Antihistaminika, der Muskarinrezeptorantagonisten und auch Ingwer und Pyridoxin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.